Danke fürs Einschalten, für eure tägliche China-Android-Smartphone-Dosis. Ja, am besten also hier unseren Kanal vom CECT-Shop abonnieren und nicht vergessen, das Glöckchen zu klicken, denn wir posten hier jeden Tag Unboxing- und Hands-on-Videos von Smartphones direkt aus China und heute eben hier das Oppo Reno Smartphone für euch am Start. Wie immer gibt es alle weiteren Infos, was in der Box dabei ist und ein kurzes Hands-on nach dem Intro. Hier schon mal ein bisschen ganz dem neuen Aspect Ratio Verhältnis wohl geschuldet. Eine länglich gezogenere Box, hier auch schon dieser Streifen auf der Rückseite vom Smartphone, dieser O-Dot und die zwei Kamerasensoren des Oppo Reno zu sehen. Ja, auf der Rückseite dann die Angaben, dass es sich hier um ein schwarzes Gerät handelt mit 6 plus 128. Das Oppo Reno gibt es ja auch noch mit 6 plus 256 und 8 plus 256 GB in den Farben Schwarz, Grün, Lila und Rose Gold. Also hier die Abdeckung auch abgenommen, kommt dann das Smartphone zum Vorschein. In etwaigen Artikeln ja auch hier mit der Haifischflosse das Gerät genannt. Dual-SIM, also es passen hier zwei Nano-SIM-Karten rein. Speichererweiterung ist also nicht möglich. Dann hier, wie immer, liegt da natürlich auch die Checkliste von uns für euch bei. Aus diesem Grund sind dann auch quasi die Boxen nicht original eingeschweißt, denn wir testen alle Geräte vor dem Versand an euch. Ja, das Oppo Reno, wie üblich bei den Oppo Smartphones, VOOC 3.0 wird hier unterstützt. Schnellladetechnologie, hier mit angegeben 5 Volt und 4 Ampere, also ordentlich Dampf dahinter. Wie immer dann natürlich der Hinweis, je nach Empfängerland, die meisten europäischen Länder in Europa haben hier Stecker Typ C, legen wir dann natürlich auch einen passenden Ladeadapter dabei. Hier dann auch noch eine ziemlich hochwertige Hülle, also keine Silikonhülle, PU, schöne milchige Ränder mit Grip. Hier auch nochmal der Streifen, Kameraöffnungen, auch noch dieser O-Dot. Ja, O-Dot werde ich gleich nochmal ansprechen und dann unten natürlich hier Öffnungen für die Kopfhörerbuchse, Ladeport, Lautsprecher und Mikrofon. Dann auch noch mit dabei natürlich hier ein USB Typ C Kabel VOOC aufgedruckt, jawohl, USB Typ C. Und wir haben Kopfhörer und dann hier tatsächlich auch noch eine SIM-Nadel, natürlich. Ja, ich habe es schon angesprochen, also das Oppo Reno kommt mit Dual-SIM, SIM-Slot hier auf der Seite angebracht, hole ich gleich mal raus, zeige ich noch natürlich dann auch mal. Also wie gesagt, zwei Nano-SIM-Karten passen hier rein, keine Speichererweiterung möglich, deswegen entweder die 128 oder die 256 GB Version auswählen. Last but not least, hier im Lieferumfang dabei, in ihr Kopfhörer mit Bedienelement, Stecker Typ, ja, 3,5 mm Klinkenbuchse, wie zu sehen, also auch eine feine, nette Zugabe von Oppo hier. Dann das Gerät selbst. Ja, es gibt ja auch noch das Oppo Reno 10-fach Zoom Edition. Hier eben das normale Reno. Hat unter anderem den gleichen Sony IMX586 Hauptsensor und die gleiche 16 Megapixel Frontkamera verbaut. Ja, wo ist selbige? Freunde, nicht verzagen, kommt gleich. Ich habe es ja schon angesprochen, die Haifischflosse. Rückseite dann hier Gorilla Glass 6, genauso wie auf der Frontseite und dann eben dieser O-Dot. Also hier handelt es sich um einen Keramikknopf quasi, der angebracht ist,
damit, wenn ihr das Handy hier auf flache Oberflächen legt, A, die Glasrückseite und somit auch natürlich die Kamerasensoren nicht verkratzen. Denn wie ihr sehen könnt, selbige sind hier nahtlos quasi unter der Glasrückseite angebracht. Also stehen hier nicht raus, wie bei anderen Flaggschiff-Handys oder Mittelklasse-Smartphones von Herstellern, sondern tatsächlich direkt hier unter dem Glas verbaut. Geile Geschichte. Ja, außerdem noch designed by Oppo hier zu sehen auf der Rückseite. Und auf der Front, ja, wo ist die Frontcam? Hier kommt sie. Rausgefahren, jawohl, die Haifischflosse. 16 Megapixel Frontkamera. Wir haben hier auch auf der Rückseite dann das LED-Blitzlicht für die beiden Hauptkameras auf der Rückseite. Wie gesagt, 48 Megapixel Sony-Sensor und dann nochmal ein 5 Megapixel Sekundärsensor mit Blendenzahl 2,4. Der IMX586 hat die Blendenzahl 1,7. PDAF und Kontrastfokus wird hier also unterstützt. Auch beim Wechseln dann fährt die Kamera wieder ein. Was auch noch ganz gut zu wissen ist, wenn wir schon bei der Kamera sind, also lassen wir selbige mal ausfahren. Also hier wurde tatsächlich von Oppo eine Erkennung eingebaut, falls die Kamera herunterfällt, dass die beziehungsweise das Smartphone herunterfällt, die Kamera eingefahren wird. Dann wird hier auch nochmal der Hinweis gezeigt, also das Handy ist heruntergefallen und die Kamera wurde eingefahren. Wollt ihr in der Kamera bleiben, ja oder nein? Und schon öffnet beziehungsweise schließt sich das Ganze hier wieder. Also coole Geschichte. Ja, auch der Hersteller sagt, die Kameramechanik, die hält hier über 5 Jahre lang bei einer Nutzung von 100 Mal am Tag. Also da könnt ihr dann am Anfang, wenn ihr das Handy in den Händen hält, ganz schön damit rumspielen und habt immer noch Luft nach oben. Ja, Metallrahmen hier, auch der Ein- und Ausschalteknopf, ein bisschen mit einem stylischen Element. Auch hier sieht man diese stromlinienförmige Linie in der Mitte des Metallrahmens. Ja, dann eben hier oben nochmal eine Öffnung fürs Mikrofon und diese Haifischflosse, dieser Schiebemechanismus für die Frontkamera und das LED-Blitzlicht. Linke Seite plus minus Lautstärkewippe und der SIM-Slot und dann hier unten auch noch Kopfhörerbuchse, Mikro, USB Typ C Ladeport und Öffnungen für den Lautsprecher. 6,4 Zoll Display das Ganze und zwar ein AMOLED Display, ja, 2340 x 1080 Pixel Auflösung, resultiert somit in einer Pixeldichte von 402. Angetrieben wird das Ganze dann durch den Snapdragon 710 mit 2,2 GHz, wie gesagt mit 6 oder 8 GB verfügbar das Ganze. Im 4G FDD LTE Bereich haben wir Band 1, 2, 3, 4, 5 und Band 8, das unterstützt wird. Dual 4G Plus wird ebenfalls unterstützt. Infos dazu bei uns im Online-Shop direkt in der Artikelbeschreibung. Dann hier auch ein nettes kleines Feature, diese über die Edge-Funktion für Screenshots zum Beispiel, Notifications. Ja, Thema Notifications, aufgrund dieses großen Screen-to-Body-Ratio mit sehr, sehr, sehr dünnem Kinn hier unten und sehr schmalen Rändern, habt ihr natürlich keinen Platz hier für ein LED-Benachrichtigungslicht. Allerdings könnt ihr dann hier eben Turn-on-Screen von Notifications aktivieren, damit der Display aus dem Stand dabei geholt wird, wenn Benachrichtigungen reinkommen. Ja, wie ihr dann schon sehen könnt, also das Oppo Reno, wie die meisten anderen Oppo-Smartphones, gibt es dann hier auch nur
unter anderem mit englischer Sprachunterstützung. Dualband Wi-Fi haben wir natürlich am Start. Wir haben Bluetooth 5.0, genauso wie aptX Unterstützung. Wireless Connections, also NFC, Near Field Communication ist auch mit am Start. Multiscreen Interaktion. Das Ganze wiegt dann hier auch lediglich 185 Gramm. Zum Entsperren einmal per Gesichtserkennung und dann natürlich Under Display Fingerabdrucksensor, also ein Fingerabdrucksensor, der hier im Display integriert ist. Battery bzw. Akku 3765 Milliampere-Stunden, Entschuldigung. Ja, GPS, AGPS, GLONASS, Beidou und auch Galileo hier zur Navigation am Start. OTG-Unterstützung zum Beispiel. Hier habt ihr dann auch nochmal einen Google-Menüpunkt. Ja, Storage. Was haben wir hier noch frei? Von den 128 GB sind es 106 GB. Beziehungsweise hier used 1,57 und available, also verfügbar 104. Die Sprachen angesprochen, also Englisch unter anderem, vereinfachtes und traditionelles Mandarin, Filipino, Französisch, Indonesisch, Malaiisch, Vietnamesisch, Russisch bis hin zu Koreanisch und Japanisch wird also hier unterstützt. Ja, für App-Sprachenunterstützung in Deutsch beispielsweise empfehlen wir die App More Local 2. Software-Updates, ja, das ist natürlich dann auch wieder das Tolle hier. Die bekommt ihr natürlich hier rein per OTA. GameSpace habt ihr noch mit am Start. Split-Screen-Funktion. Hier in den erweiterten Funktionen waren wir schon drin. About Phone, also über das Telefon. Oppo Reno PCAM00, hier das Modell des Oppo Reno. Color OS, also das User Interface von Oppo, Version 6.0, Android Version 9 Pi. Der 710er von Snapdragon, 6 GB hier mit 128 GB. Das sind quasi hier mal die Eckdaten. Ja, zur Kamera natürlich auch noch die Info, 4K-Videos mit 30 Frames per Second können aufgenommen werden. Und für euch Gamer da draußen auch die Info, beim Reno, hier unter anderem auch GameSpace, wurde die Berührungsempfindlichkeit des Displays und die Stabilität der Refresh-Rate des Displays nochmal stark verbessert. Und in Bezug des Displays auch noch der Hinweis, selbiges ist hier TÜV Rheinland zertifiziert, also gegen Augenschutz bzw. Augenschaden das Ganze. Blaulichtemission TÜV Rheinland zertifiziert. Ja, soweit eben mal die Eckdaten hier vom Oppo Reno, dem neuen Haifisch Smartphone. Im Haifischbecken der China Android Smartphones. Ja, was haltet ihr von dem Gerät? Das Oppo Reno oder dann doch lieber nochmal den großen Bruder, das Oppo Reno 10-fach Zoom Edition? Infos zu diesem Gerät direkt in der Videobeschreibung mit Link zu uns in den Online-Store, wo ihr dann auch unter anderem das Oppo Reno 10 Zoom Edition findet. Ja, wie immer, ihr habt weitere Fragen, kein Problem, einfach einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns von euch zu hören, sagen danke fürs Zuschauen, bis bald und nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren. Euer CICT-Shop.